Auf ins achte Jahr Bundesliga. Gegen Mainz hat der FCA bereits am 31. Spieltag den vorzeitigen Klassenerhalt fix machen können. Die Erleichterung nach dem Spiel riesig. Super gelaufen. Zu Hause, dass wir gewinnen und die Klassenerhalt sichern, waren so viele Teile. Das war der zweite Teil und natürlich, wenn ich ein Tor und Vorlage geben kann, das ist extra besonders und insgesamt ein sehr, sehr gutes Spiel von uns, defensiv wie offensiv. Nach 3 Monaten konnte Alfred Finnbogason endlich sein Comeback feiern. Ein Tor und eine Torvorlage gegen Mainz. Besser hätte sich der Isländer seine Rückkehr nicht vorstellen können. Mit nun 12 Saisontreffern führt er die FCA-Torjägerliste zusammen mit Michael Gregoritsch an. Man muss auch ein bisschen vorsichtig sein, dass es nicht alles auf einmal super läuft. Zum Glück dieses Mal und auch, dass ich gut gearbeitet war, mental und physisch. Das ist eigentlich besser gelaufen, als ich gehofft habe. Gut laufen soll es für die Augsburger auch am Samstag bei der Hertha. Die Berliner haben in ihrem Olympiastadion noch nie gegen den FCA verloren. In der Vorsaison hat die Dada 11 2:0 gewonnen. In der Tabelle trennen die Teams lediglich 2 Punkte. Ich glaube, das ist erstmal ein sehr disziplinierter, unangenehmer Gegner. Das dürfen wir nicht unterschätzen. Aber wie gesagt, die letzten 6-7 Wochen, nur ein Spiel haben wir, wollen wir alle Spiele gewinnen. Und wir werden das auch versuchen, aber mit Geduld und auch mit Disziplin, weil wenn wir uns auskontern, dann kann das böse Ende sein. FCA-Cheftrainer Manuel Baum will trotz des vorzeitigen Klassenerhalts weitere Zähler sammeln. 9 Punkte sind noch gegen Berlin, Schalke und Freiburg zu holen. Wir haben unsere eigenen Ziele und das ist wurscht, gegen wen wir da spielen. Das ist eben, dass wir einstellig werden wollen. Und nochmal, wir wollen uns an nichts nachsagen lassen. Also umgekehrt, wenn man mal in der Situation ist, wenn es um Abstieg oder Klassenerhalt geht, dann erwartet man von den anderen Mannschaften auch, dass sie voll durchziehen. Auch die Spieler wollen nach dem Erfolgserlebnis gegen Mainz weiter Punkte sammeln. Wenn es nach ihnen geht, soll am Ende der Saison ein einstelliger Tabellenplatz stehen. Aktuell ist er nur 2 Punkte entfernt. Ich hoffe, dass wir nicht, dass unsere Saison nicht vorbei ist. Wir können noch mehr erreichen. Es ist ganz eng da zwischen 4-5 Mannschaften. Und es ist immer schöner, wenn man 8. oder 9. ist da als 12. Das ist, das will ich noch, dass wir noch ein paar Spiele gewinnen. Letzte Woche wurde das Soll erfüllt. Nun kann die Krönung kommen. Holt euch den ersten Sieg in Berlin.